Ni Hao zusammen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das Projekt Lover von Christian Joost ist ein Projekt, an dem wir in der letzten Woche in die Proben gestartet sind. Und heute habe ich die große Freude, zwei maßgebliche Herren dieses Projektes bei mir begrüßen zu dürfen, nämlich die Dirigenten des Stückes, Nicolas Fink. Hallo Nicolas. Hi. Und Christian Joost, der das Stück auch komponiert hat. Genau. Ist eine große Freude. Hallo. Der Titel Lover sagt ja schon eigentlich sehr viel über das Stück. Vielleicht kannst du ein bisschen über die Texte, die darin verarbeitet werden und verarbeitet wurden von dir, berichten. Das Stück Lover besteht im Grunde genommen aus zwei großen Textbausteinen. Das eine ist die wunderbare Lyrik, wie ich finde, mit die schönsten Liebesgedichte des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, E.E. Cummings. Und das sind Gedichte, die sehr erotisch flirrend sind, auch relativ, zwar in ihrer Subtilität, doch aber auch in einer gewissen Eindeutigkeit. Dazu kombiniere ich das Ganze mit zwei sehr alten chinesischen Texten, chinesischen Gedichten, die sehr berühmt sind in China. Die kennt fast jedes Kind dort, am Anfang und am Ende. Und diese beiden chinesischen Gedichte bilden quasi die Randsäulen, die Columns des Werks, in dem sich dann dieses Liebesgefüge, dieses Liebesspiel, dieses Liebes-Tai-Chi abspielt. Wir finden vor allem die chinesischen Texte sehr interessant, weil wir zum ersten Mal Chinesisch singen. Wir haben sie einstudiert bisher mit dir, Nicolas. Was waren deine Ziele in der letzten Probe oder in der letzten Probenwoche mit uns? Wie wolltest du vorgehen? Worauf hast du dich vor allem konzentriert? Also ich habe versucht, die Eigenheiten der chinesischen Sprache zu erfassen, herauszufinden, wie geht die Sprache mit Diphthongen um, wie geht sie mit Konsonanten um und was bedeutet das für uns Chorsänger, die, sagen wir mal, wenn wir europäische Sprachen singen, eigentlich genau wissen, wo die Konsonanten hingehören und so weiter. Und das ist beim Chinesischen doch ziemlich anders. Und diese Auseinandersetzung, finde ich, trägt sehr schöne Früchte und wirft auch für mich zumindest ein neues Licht auf die Sprachbehandlung ganz allgemein. Also ein sehr schöner Prozess. Wir finden den Prozess auch sehr interessant. Du warst heute zum ersten Mal auch als Dirigent bei uns. Wie hast du dich gefühlt? Wunderbar, wunderbar. Also Gratulation nochmal an Nick, der sehr gut mit euch schon eine Woche gearbeitet hat. So dass ich jetzt eigentlich so Dinge, die mir beim Komponieren auch noch vorschwebten, was Tempofragen, was so klangliche Details angeht, an denen ich sehr viel mit Youth Theater gearbeitet habe, wie man das Schlagwerk behandelt, wie man eine Leichtigkeit da in das Spiel hineinbekommt, um so diesem Flirtenden des Stücks nachzuspüren. Und der Begriff fiel ja auch heute ein paar Mal auf der Probe. Ja. War mir sehr wichtig, dass wir uns eben aus so einer gewissen Bedeutungsschwere hinaus wirklich ein bisschen auch in den Frühling begeben, ja, mit diesem Werk, bei allen Abgründen, die es auch offenbart. Und bin da wirklich sehr, sehr glücklich über wie schnell auch die Umsetzung funktionierte, wie schnell der Chor reagiert, wie solide, tolle einstudiert ist, dass ich eben diese Dinge machen kann. Und insofern war das für mich, ich hoffe für euch auch, eine sehr schöne Probe. Fanden wir auch, hatten sehr viel Spaß. Mit dem Youth Theater wird eine ganze Schlagzeugtruppe aus Taipei, aus Taiwan kommen. Du hast sie, glaube ich, schon gesehen in Taiwan. Wie stellst du dir die Zusammenarbeit vor? Freust du dich darauf? Und wenn, worauf freust du dich genau? Ja, also ich kann es kaum erwarten. Es war, die Woche in Taipei war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet, ob wir denn eine gemeinsame musikalische Sprache haben, ob wir da einen gemeinsamen Nenner finden. Und zu meiner großen Freude war das eigentlich von Anfang an wirklich der Fall. Also man merkt schon die Unterschiede in der Art, wie man Musik macht, wie man sich der Musik annähert. Aber die Gemeinsamkeiten haben für mich klar überwogen und ich denke, dass es dem Chor auch so gehen wird. Also ich glaube, die Vertrautheit wird sich sehr schnell einstellen. Wir werden bald mit dieser Truppe aus Taiwan auch zusammen proben dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Und wir freuen uns dann auf die Vorstellung, hoffentlich mit euch am 2., 4. und 5. April recht bald. Wir sehen uns da. Bis dann.